Paulinho, ne? Fabinho. Paulinho, Fabinho war's. Fabinho. Morgen früh gehst du nach London, wird City gegen West Ham im Stadion. Nice, Mann. Aktiver Support ist da. Nick Man City. Number one. Was für ein Päschen. Was für ein Mini-Päschen. Ach Gott, verschalten. Der kommt hoffentlich nicht an. Ja, mich verdrückt. Mirza, komm mal, oh Gott. Komm mal, sehr geduldig. Komm, spiel dein Style. Wer läuft da wieder? Desailly macht wieder einen Ausflug. Und der passt auf Desailly anstatt auf Valencia, wo ich gedrückt habe. Desailly, get your ass home. Ich hoffe, dass er sich jetzt wenigstens nach hinten bewegt. Da kommt ein Sub, lese ich dann zur Halbzeit vor. Mann, ein Gabriel Jesus, ein Goldener, kommt da von da hinten angelaufen und nimmt mir einfach den Ball weg, wie wenn ich ein kleines Kind wäre. Also Kahn, ich glaube, es ist die Kombination aus beidem. Die Gegner werden stärker, die Konzentration lässt nach und es hängt vom Gameplay ab, weißt du? Es hängt vom Gameplay stark ab. Wenn es ganz normal läuft, wie immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, aber es ist halt einfach so, dass drei Viertel der Games einfach komplett scheiße laufen. Vom Spielerischen, auch vom Spielspaß her und von allen. Und wenn dann die Gegner auch noch stärker werden, ist natürlich schwieriger. Warum holt? Why in the hell? Boah, das ist so schlimm.
Wow. Dieses Tor werden wir uns dann in der Wiederholung ansehen. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Was für ein fetter Resub. Baba Ham, hello. Mann, der kommt einfach nicht drauf. Ich schwöre euch noch was, Leute. Also ich schwöre euch noch was. Ich sage euch noch was. Vorne. Ich komme in keinen einzigen Pray-Shot. In keinen einzigen. Meine Leute da vorne, die bewegen sich ganz, ganz komisch in dieser Partie. Das ist echt... Der Typ hat ein 200k-Team oder so. Na, endlich!
Wie ist die Connection gerade, habe ich gerade gelesen? Besser. Da ist sie gut. Ich denke, das sieht man auch irgendwie so. Also auf jeden Fall ist es flüssiger. Das ist, man sollte auch sehen, irgendwie, dass es schneller läuft, das Spiel. Ne? Aber ohne Scheiß. Jetzt, plötzlich gab es so einen kurzen Lag und jetzt ist katastrophal. Das ist so krass. Das ist so krass, Leute. Jetzt gab es einen kurzen Lag. Moment, ich teste sie gleich. Ja, unfassbar. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob ihr den Lag gesehen habt. Es gab einen ganz kurzen Lag und jetzt gerade ist Katastrophe. Mitten im Game hat sich's verändert. Mitten im Spiel. Drei Minuten. Ach, Tore, der zeigt am Anfang wahrscheinlich das nicht. Ich wollte das erste Tor von ihm gerne sehen. Ich wollte unbedingt das erste Tor von ihm sehen. Das wird er nicht zeigen. Das wird er nicht zeigen. Das zeigen sie safe nicht. Doch. Ist das das erste Tor von ihm? So, hier meine Damen und Herren. So. Das habe ich aus Amerika vor 10 Jahren, als ich noch dort war, mit 17, habe ich diesen Pass gesehen. Ich wusste, ich glaube, jeder von uns hat diesen Pass gesehen. So. Und hier seht ihr, warum, das ist ein Teil vom großen Ganzen, warum FIFA so viele Spieler abfuckt. Ich mache alles perfekt. Laufe genau rein.
Der Pass kommt wie? Hinter meinem Rücken perfekt an. Ich laufe genau rein. Dann stehe ich wieder im Weg. So. Ich stehe wieder im Weg. Der nächste X-Pass. Der Typ hat XX gedrückt. Der Kollege hat zweimal X gedrückt. XX. Okay? So. Einmal, der kommt so. Schaut euch das an. Das ist noch schlimmer. X, Leute. X-Pass. Und direkter Schuss. Bitte gebt euch das Tor einfach. Ich meine, spinnt es komplett in diesem Spiel? Hat dieses Spiel komplett jegliche Realität verloren von irgendetwas, was möglich ist? Ich meine, wollt ihr mich verarschen? Ich stehe komplett im Weg. Der Pass wird so heftig autokorrigiert. Ich stehe wieder im Weg. X-Pass autokorrigiert noch schlimmer. Und dann schießt er einfach. Aber schaut euch mal, das ist noch nicht vorbei. Gebt euch sein zweites Tor. Sein zweites Tor. Ich spiele ganz leicht Dreieck. Ich möchte Bale mitnehmen. Ich ziele auf Gareth Bale. Ich drücke ganz leicht Dreieck. Ganz, ganz leicht Dreieck. Damit Bale in den Lauf geht. Ja, ich kann mich noch genau erinnern. Ich drücke ganz leicht Dreieck. Schaut mal, wie dieser Pass kommt. Und er passt nach vorne, zweimal aus der Drehung, hier, hier, und dann schießt er mit Smalling mir durch die Beine, genau ins Eck. Mit Smalling, genau ins Eck, mir durch die Beine. Nachdem der Pass hier nicht zu Bale kommt, der geht einfach ins Nichts. Zweimal aus der Drehung und mit Smalling durch die Beine von mir ins Eck. Es geht noch besser. Sein drittes Tor. Pass auf den Flügel. Er spielt hier den druckvollen Pass. Hier spielt er den druckvollen Pass. Hier. Das. Und gönnt euch das hier. Gönnt euch das, was hier passiert. Und zack, hat der Typ drei Tore mir geschossen. Ich meine, das ist die größte Scherzerei, die es in... Are you scherzing? Was habe ich denn angestellt hier bei meinen Toren? Okay. Mein zweites. Okay. Mein drittes. Ja, war ein bisschen glücklich. Viertes. Fünftes. Hier vergeht mir echt der Glaube an ein skilllastiges Spiel. Der Kollege hat 37% Ballbesitz. Der Kollege hat 83% Passgenauigkeit und der allergrößte Hit von allen. Der allergrößte Hit von allen. Ich zeige euch mal sein Team. Schaut euch mal sein Team an, Leute. Er spielt mit Smalling, Bailly, Bellerin, Moreno. Gabriel Jesus, den normalen. Martial, den normalen. Aubameyang, Pogba, Kanté, okay, und Michael Owen. Das ist sein Team. Und ich hatte gerade übelsten... Und ich will nicht erwähnen, dass mir ein Tor weggepfiffen wurde. Ich will nicht erwähnen, dass mir ein Tor weggepfiffen wurde.
Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Und dann... Speechless.